Und deswegen war mir ganz klar, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil erstens bringt es nichts, die Diagnose wird nicht weniger harmlos, wenn ich es für mich behalte. Und deswegen bin ich damit an die Öffentlichkeit gegangen und will möglichst viele Leute dazu bewegen, sich für das oder generell das Thema anzuhören und dann auch selbst zu entscheiden. Das ist ja jedem seine Sache, will ich das Risiko eingehen, nichts machen oder will ich es machen? Weil Darmkrebs ist ja bekanntlich der einzige Krebs, den man mit Prävention vorbeugen kann und der auch gutartige Vorstufen entwickelt, bevor es dann erstmal zu dem Krebs kommt, der dann halt auch tödlich ausgehen kann.